Digga, Das ist bis 2007 halt, ne? Ist das ein Druckfehler? Bei mir bis 2010. Hast du das gegessen? Food Challenge, yeah! Als ob man immer so redet, wenn man ein YouTube-Video dreht. Hi! Wir hatten japanische Süßigkeiten, Digga, das ist das Geilste überhaupt. Also es gibt ein paar Sachen, die kennen wir schon, aber die meisten kennen wir nicht. Alles ist übrigens vegetarisch oder vegan. Wir hatten eine Japanerin, die hat uns das quasi bestätigt. Guck mal, man nennt sowas Food Challenge. Wo ist denn die Challenge? Ja, stimmt, das ist total dumm, ne? Das regt mich auf. Warum nennt man das Challenge? Lass einfach das jetzt anders nennen, dieses Format. Asian Food Kostprobe. Willkommen zu unserer Asian Food Kostprobe. Ich nehme das hier. Das habe ich mal probiert, aber eine andere Sorte. Das hast du probiert? Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in Richtung Mauer. Ich habe letztes Mal Wassermelone ausprobiert und das, glaube ich, Blaubeere oder so. Wir vergeben übrigens Punktzahlen, also von 0 bis 10. 0 ist ultra kecko und 10 ist einfach nur absoluter Ehrenmann. Das Leckerste, was man gegessen hat bisher. 3, 2, 1. Gar. Das ist schon wieder Chemie MP4. Ja. Das schmeckt einfach wie Mauer, nur mit mehr Chemie. Also ich finde da nichts nice, das ist für mich eine 2. Als ob das so schlimm ist. Eine 2 wäre für mich so, dass ich fast kotzen muss. Aber okay, es ist subjektiv. 2 von 10. Subjektive 2 von 10. Ich würde sagen 5 von 10. Man kann sich das geben, aber es ist zu chemisch. Man kann es haben, wie E-Scooter, aber man muss nicht. Aber ich bin niemand, der E-Scooter deswegen in ihn reinschmeißt. Das macht man am Ende, oh, oder? Das sieht schon, oh Mann, das soll richtig schlimm sein. Zoe hat gesagt, dass sie es liebt. Alles, was sie liebt, finden wir übertrieben disgusting. Eigentlich müsste man das essen, aber noch abgelaufen. Das sieht aber auch abgelaufen aus. Das sieht einfach aus wie Schimmel als Süßigkeit. Ja! So ein bisschen Seetang macht mit am Start. Ja, so für den Geschmack. Ey, das wollte ich die ganze Zeit schon probieren, weil Kiva und ein paar Leute aus der Liga meinen die ganze Zeit, wir sollen das unbedingt probieren. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Eiscreme. Das schmeckt wie Melone-Eiscreme. Das ist so krass. Ey, wie kann man diesen Geschmack chemisch? Ich finde, das schmeckt Waldmeister. Wie Waldmeister, Melone und Vanilleeis. Das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Geschmack, den ich vorher noch nie im Mund hatte in der Kombination. Bisschen chemisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche in Deutschland sagen würden, okay, das ist mir auch viel zu chemisch. Deutschland, ich finde das geil. Deutschland kann schon so, ist schon so ganz krass, wenn sie Orangina hat, so, ne? Ich kenne nur meinen Apfelsaft und meinen Orangensaft. Auf dem Tetrapack mit einem kleinen Strohhalm, du. Und mein Schnitzel. 7 von 10. Ich würde sagen 8 von 10. Oh. Coca-Cola Clear Lime ohne Farbstoff. Vielleicht ist es auch einfach nur Limettenwasser so. Weil du hast ja den typischen Cola-Geschmack, aber man identifiziert Geschmack ja auch mit Farben. Damals, als es diese schwarzen Whopper gab, die haben genauso geschmeckt wie normale Whopper. Mhm. Und als ich das gegessen habe, mein Gehirn war verwirrt. Digga, das riecht nach Cola. Echt jetzt? Das riecht nach Cola. Es sieht aus wie Wasser. Digga, das ist Cola mit Limette. Das ist genau das gleiche wie mit diesen schwarzen Woppern damals. Ganz komisch dieses Gefühl. Eigentlich fehlt da was. Man denkt so, das muss schwarz sein. So. Der Kopf kann gar nicht glauben, dass es Cola ist. Mm. Also es schmeckt gesünder, nur weil es klar ist. So. Ich gebe ihm eine 8 von 10. 8 von 10. Wir kommen zu den anderen Sachen. Vielmals. Fühlt sich an wie Ketchup. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du weißt es nicht. Sie wollte es mir nicht sagen. So feste Sachen, da kann man mehr kontrollieren. Aber bei so flüssigen Sachen, da weiß ich gar nicht, was da auf mich zukommt. Oh. Warte mal, riech erst mal. Riech mal. Okay. Oh, das riecht nach Fuß. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Ich will das nicht zu mir nehmen. Es riecht nach Käse. Fuß. Oh. Nee. Lass mich hier durch. Ist das so eklig? Nimm das, nimm das, nimm das. Boah. Probier's. Oh. Ah. Ich muss meine Zunge aufmachen. Leute, das ist das widerlichste, was ich jemals gegessen habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt manche Leute schreiben werden, ja, ist ja komplett übertriebene Reaktion. Nein. Aber das war jetzt nicht gestellt. Nein. Das ist wirklich so eklig. Ja. Wir haben schon einiges im Mund genommen. Das ist definitiv das ekligste von allen. Minus 5 von 10. Wir haben ja gesagt 0 bis 10, deswegen sage ich einfach 0 von 10. Ich sage auch einfach 0. Bin ich lustig. Wenn wir nicht lustig sein, dann ist es in Ordnung. Das war einfach nur vergammelter Käse, aber gerochen hat es wie so eine Stinkesocke. Mmh, jetzt mal wieder was Nices. Wie wär's mit Kuh? Kennt ihr noch, Leute? Das Leben ist voller Überraschungen, wieder fruchtiger Geschmack von Kuh. Und ich weiß schon, dass es nice ist, weil das ist fucking cool. Das ist für mich immer Pokito TV. Also ich muss da immer an dieser Animes denken auf RTL 2. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, die gibt's gar nicht mehr in Deutschland, oder? Gibt es auch nicht mehr. Also ich habe die schon echt nicht mehr entdeckt. Okay, let's go. Rick, das ist mein Trinken. Das ist kein Trinken. Wollt ihr mal sehen, was das ist, Leute? Das ist so Gelee. So richtig ekliger Gelee. Du hast gesagt, was nice ist. Aber wir müssen einmal schlucken.
Wer trinkt denn das von uns beiden? Ja? Ich bin ja wieder Dönerbudal. Ich werde auf jeden Fall jemanden finden, der das trinkt, aber ich? Heute nicht. Ich würde sagen, alles, was wir hier nicht mögen, schenken wir Zoe, oder? Das kann keine 0 von 10 sein, weil das andere noch ekliger war. Das andere war tausendmal ekliger. Aber es ist eine 1 von 10. Ich würde sagen, 2 von 10. Ich mag zwar die Konsistenz nicht, aber der Geschmack war jetzt nicht so schlimm. Der war nur schlimm. Er war nicht mega schlimm. Jetzt kommen wir zu etwas Nicem. Okay, das hast du auch gesagt und das war eine 1 von 10 für mich. Das ist irgendwas mit Kekse. Erstmal dran riechen. Nein. Das sind 2 Kekse, was kann da falsch sein? Ja, riech doch. Das war eine schlechte Idee, dieses Video. Leckerlis, die du in deiner Hose hast für deinen Hund. Man wird selbst zu einem Hund. Das schmeckt wirklich so, als hätte man als Kind am Strand Sand in den Mund bekommen. Keine Ahnung, als hätte man Sand im Mund, wo irgendwie vorher ein Hund draufgekackt hat oder so. Das ist wirklich der Geschmack. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Ich kann das nicht essen. Das ist viel zu widerlich, wirklich. Ich esse nur ein bisschen davon. Digga, das kann nicht sein, dass wir nach jedem Produkt auf die Toilette rennen. Ihr denkt wahrscheinlich, wir übertreiben komplett, aber ich schwöre, wir haben das Schlimmste vom Schlimmen. Zoe hat gesagt, okay, das ist disgusting, ich mag das zwar, aber ihr werdet kotzen. Das sieht doch nice aus. Das sind sowas wie Pockies, da haben die eine andere Bezeichnung, das sind Bratz. Ach, wir haben die Punkte vergessen für das eben. Für den Sand, wo ein Hund draufgeschissen hat. 1 von 10? 0 von 10. Das ist wirklich in Sand eingerollte Hundekacke. Ja. Jetzt frage ich mich wieder, kommt er, wohin ist die denn wieder schmeckt? Hast du da das probiert? Ja, hab ich. Ich meine... Wir kommen zu Brezel. Das ist doch wohl nice, oder? Oder auch noch was Nices. Es gibt sowas, das schmeckt genauso. Diese kleinen runden Kekstaler. Es gibt doch so ein Chips-Pack, da sind auch Erdnüsse drin und so anders Stuff. Die sind das. Anderes Stuff. Die sind das. Und da gibt es welche, die schmecken genauso. So runden Kekse. Ich würde eine 7 von 10 geben. Ist jetzt nichts, was ich casually jeden Tag essen würde. Ja, aber das ist eine 7 von 10. Aber weißt du, was jetzt kommt? Oh nein, das ist... Was Nices. Was ist das denn, Mann? Willst du mich verarschen? Da ist schon wieder ein zusammengerollter Kothaufen drauf. Und was soll das sein? Das sind Cola Balls. Aber erst essen wir. Dann haben wir noch Schimmel. Oh nein, das fühlt sich schon so. Das ist das. Das ist die Hundekacke aus dem Sand. Als ob das so schlimm riecht. Hey, Junge, das ist nicht mehr normal. Das ist ja genau das gleiche, nur in einer anderen Form. 3, 2, 1. Ich schwöre dir, ich kann diesen Geschmack schon wieder nicht zuordnen. Das geht von mir nach süß, sauer, scharf, das alles. Ist süß, sauer, sauer, scharf. Da ist auch noch so ein bisschen Öl drin. Das ist, glaube ich, alles auf einmal. Vitamin A bis Z. Ja. Also ich glaube, ich finde das nicht so schlimm wie die Hundekacke mit Sand. Aber 2 von 10. Es ist die schlimmste Kostprobe der Welt. Also ich habe in Amerika schon einiges probiert, ne? Unter anderem Urin als Süßigkeit. Das war einfach nur so ein gelber Gelee. Und da stand Urin drauf. Das war... immer noch besser als alles, was wir bisher hatten. Okay, nicht alles. Das war beispielsweise ziemlich cool. Die Getränke waren auch okay. Der Kuh-Gelee war nicht okay. Das würde ich gerne mal probieren jetzt. Das könnte nice sein. Das könnte wieder ein Gelee sein. Es ist Gelee! Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich dachte wirklich, das seien Getränke. Also ich wollte einfach nur Süßigkeiten und ein paar Getränke, aber das sind keine Getränke. Ich persönlich würde denen eine 8 von 10 geben. Papa. Kepa. 3 von 10. Ich kann mir vorstellen, dass die cool sind. Das sind so Schnüre, oder? Ja. Okay, let's go. Normalerweise übertreibt Japan immer mit dem Geschmack. Mhm. Aber in Deutschland sind die hier krasser. Ja. Vom Süßigkeitsfaktor her. Digga. Hm? Das ist bis 2007 haltbar. Ist das ein Druckfehler? Bei mir bis 2010. Hast du das gegessen? Ich hab's noch nicht runtergeschluckt. Ihr denkt, wir verarschen euch, aber hier steht wirklich 20.11.2007. Das war vor 12 Jahren. Vor 12? Da war ich 11! Bei mir steht Dezember 2010. Digga, wir haben 10 Jahre alte Candy gegessen. 12 Jahre abgelaufen. Ich glaube, deswegen war auch dieser Geschmack nicht mehr da. Und es war auch nicht mehr so sauer. Du hast recht. 4 von 10. 5 von 10. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es nicht abgelaufen ist, ich eine 7 von 10 gegeben hätte. Aber man weiß es nicht. Man wird es nie erfahren. Cola Balls. Aber warum kann man nicht einfach Cola Cola sein lassen? Warum muss man dann Weißes draus machen? Cola Balls machen? Lass doch einfach Cola ein Getränk bleiben. Wir haben übrigens gerade erfahren, dass heute wieder Taifun ist. Deswegen bleiben wir hier. Man sieht das draußen schon. Das sind so Kontaktlinsenbehälter. Hier, guck mal, das sieht aus wie eine riesengroße Kontaktlinse. Krass. Digga, das schmeckt schon wieder so chemisch. Ich würde sagen, das schmeckt so wie
Haribo mit Wasser. Du nimmst diese Cola-Haribo, diese kleinen Flaschen, tust das so in Wasser rein über Nacht. Dann wird das so richtig groß und schmeckt so eklig wässrig. Ja. Genauso schmeckt das. Ja. 5 von 10. Aber nur, weil die anderen Sachen schlimmer waren. Ja, ich würde sagen 4 von 10. Bist du bereit für den Schimmel? Lass noch eine nice Sache haben, bevor wir mit dem Schimmel anfangen. Okay, gerne. Das ist Vicks Lieblingsgetränk, letztes Jahr gewesen. Genau, eine Fanta-Sorte, die es in Deutschland leider nicht gibt. Aber es schmeckt einfach nur geil. Ich gebe mir 9 von 10. Er schmeckt einfach nur chillig. Mhm. Einfach nur geil. Du wirfst mich in eine 8 von 10. Da meinte sie, das ist richtig schlimm, das oder? Das ist richtig schlimm, hat sie gesagt. Das ist so eklig, dass ich schockiert bin. Was ist das? Das ist auf einmal Käsefuß mit Salz. Also ich traue mich legit nicht. Wisst ihr, was die Konsistenz ist? Ist wie so ein Stück Teppich, oder? Ja. Oh. Guck, ich habe Gänsehaut. Alter, krass. Ich glaube, das ist das Schlimmste von allen, oder? Das war nur eine kleine Ecke. Guck mal, wie viel ich abgebissen habe. Ja. Das ganze Ding im Mund zu dem und schauen. Wir sind jetzt richtig krass. Wir essen das komplett auf und spülen. Okay? Okay. Ey, ohne Spaß, ich habe es versucht. Weißt du, was mein Problem war? Nicht der Geschmack, weil ich habe dann nur noch das hier geschmeckt, die Konsistenz. Ich konnte es nicht runterschlucken, weil es so hart ist. Ich hab's geschafft. Oh, Ehrenmann. Oh, das sollen die selber probieren. Wer da draußen meint, oh, ihr stellt euch aber an. Wir bringen euch das mit und dann probiert ihr das mal aus. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich fühle mich so leer. Ich bin so richtig kaputt irgendwie. Das ist auch eine 0 von 10 gewesen, na klar. Das war die Asia Food Herausforderung, wie haben wir das genannt? Kostprobe. Macht es nach, liebe Kinder. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und aktiviert die Glocke und abonniert. Boah, ey, krass. Hattest du schon mal eine eklige... Yo, von was geht? Ihr seht, ich bin wieder zurück in Deutschland. Die Japan-Reise ist vorbei und ich habe super viele Videos produziert. Ich glaube, insgesamt mit dem Musikvideo, das noch kommt, sind es 10 oder so. Ja, und aus diesem Grund habe ich nochmal eine Playlist erstellt, damit ihr euch chronologisch nochmal unsere Reise geben könnt. Ja, da sollten alle Videos drin sein und den Link zur Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's auch schon. Haut rein. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.